Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Halt's Maul. TDFWP hier als Ding am Start. Letztes Mal haben wir den letzten Tribut an die Normandie erfüllt. Wir haben hier einen riesigen goldenen Dildo aufgestellt. Und jetzt machen wir unsere nächste Nebenmission. Da müssen wir... Müssen wir woanders hin, wenn mich nicht alles täuscht. Mann, wir müssen nach... Nein, Mann, wir müssen was anderes machen, das heißt irgendwie anders. Aber irgendwie sehe ich das auf dem grünen Kreis nicht, das ist richtig scheiße. Ort hier vielleicht? Nee. Oh, hier vielleicht? Oh, ich sehe das, sonst kann ich das irgendwie nicht so drehen. Egal. Wir fahren jetzt hier erstmal raus zur Seite mit euch und dann müssen wir dann müssen wir wieder da runter in den Puff Piano, Alter. Aber ich wollte eigentlich egal, los geht's. Ich will kein Treibstoff mehr. Scheiße, Mann, was ich finde, ist der Treibstoff aus dem Fliegeschiss, wäre dann ab und zu tot. Das ist ja richtig Opfer. Da ist Professor und so ein Scheiß. Omega 4 Portal macht Sinn. Aber wir hatten nur noch so ein anderes Leben-Quest. Oder nicht, Bitches? Oder nicht? Egal, wir gehen erstmal. Erstmal fliegen wir durch das Asteroidenfeld. Und dann. Zuerst mal Treibstoff auffüllen. Richtige Gangster sind. Das macht immer Sinn. Jetzt fliegen wir hier hin. Zum Omega-Sack, Alter. Und da docken wir jetzt an. Ja, und dann machen wir da ein paar Quests hier. Ah, mit Tasch stecken wir unsere Waffe weg. Yeah. Good job, Bitches. Good job. Well done, well done. Boah. Ist schon so spät, Leute. Ich muss gleich schlafen gehen. What the fuck is happening? Sieht nach einem fetten Grafikfehler aus. Sind das alles meine Gruppenmitglieder? Holy shit, das sind ja. Holy shit, das sind ja richtig viele Outfit-Wechsel. Oh ne, muss schon so aussehen. Dann nehmen wir die rein. Ja, man. Und wir nehmen den, weil wir haben ja keine Ahnung. Kann ich jetzt den Betäubungsschuss lernen? Ich brauche nicht. Das macht keinen Sinn. Okay, egal. Jacob. Kann ich ihm auch einen Talentpunkt geben? Nee, kann ich nur Waffen geben. Ach, fuck it, Alter. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Arsgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten ins Afterlife gehen. Die hat mir Kuchenbacken, Alter. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf Sie hat. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Wo müssen wir hin? What the fuck? What the fuck?
Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Boah, müsst ihr hier durch. Lassen Sie mich rein. Lass mich einfach Aria rein. Was willst du machen? Ich geh einfach durch, Digga, leck raus. Gehen Sie rein. So seid ihr. Natürlich! Was ist das? So. Voll der AIDS-Club hier, ey. Immer auf die Scheiße hier. Jawoll, die schönen Stangen tanzen. Genau. Können wir machen Make It Rain? Make It Rain, Make It Rain. Nein, du musst hin. Pisser. Aria, muss hier irgendwo sein. Trotzdem. Ist hier jetzt oben oder unten? Hallo. Wir wollen reden? Reden Sie mit Aria. Jetzt Maul, seid ihr frech. Was ist die für Wichser? Piss euch von meiner Seite. Söldner Anwehr, was gibt's denn hier? Alter, dachte ich mir schon. Oh, Level. Okay, los geht's, Alter. Wo ist Aria? Bist du Aria? Bist du Aria? Bist du Aria? Nein, eigentlich Aria. Halt, Alter, die Fresse jetzt. Ich rasiere den Kopf, Alter. Wo ist denn jetzt hier dieser Puff, Alter, von der Schlampe? Hier, was geht, Alter? Mach mal einen Drink. Ey, ich kann mir sogar einen Drink bestellen. Das ist ja geil. Mach mal ran, voll mit Motten. Was ist das denn für eine Witze? Was ist das denn für eine Seuche? Jawohl, Shepard, erstmal die geilen Feinhauen. Sehr gut. Digga, what the fuck? Sagen Sie was, Commander. Was ist hier los? Sie kommen wieder auf die Beine. Aber lassen Sie es langsam angehen. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Ich werde dem Barmann jetzt einen Schluck von seiner eigenen Medizin einflößen. Er wird nicht mit Ihnen rechnen. So viel steht fest. Geben Sie dem Batarianer Mistkerl, was er verdient. Was ist passiert? Wieso sind wir hier in so einer Pennerbude jetzt hier? Schiss. Wie kann man jemanden einfach so verrotten lassen? Sie verstehen es nicht oder wollen sie nur nicht? Piano auf einmal. Irgendwo am Arsch der Welt gelandet. Ist das wirklich nicht? Was hier für Penner rumliegen? Omega arbeitet schon seit sehr langer Zeit so. Das ändert jetzt niemand mehr. VIP only, ja, dann komm ich da jetzt rein, würde ich sagen, Alter. Was wollen Sie hier? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Alter, ich hab gleich wieder rein. Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Oh, auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Okay, dann fick den Bruder an. Ich hätte nicht in den VIP-Bereich. Bin ich viel zu gut für euch alle. Das Ding ist, wie komm ich jetzt raus, Alter? Omega Markt. Wenn ich stöber, ist das schon ein Spaß, voll kaputt. Ach, der Bruder ist geschafft. Lass dich jetzt rein, Mann! Wo ist der Markt zurück? Ich bin zum Markt, zum Club zurück. Wird der eiskalt rausgeworfen. So, ihr Pisser. Ab ins Afterlife, ihr Lutscher. So. Lass uns mich rein. Sind wir wieder hier? Jetzt hau ich den Barmann erstmal einen dicken Kopfschuss rein. Ah, einen richtig dicken Kopfschuss. Schöner Stange tanzen. Fein machen wir das. Also dein war das nicht der. Das ist der falsche. Mit dem anderen reden. Wir müssen unten mit dem Barmann reden. Mit dem Gesocks. Die Zerstörung der Destiny Ascension ist die
Arsch noch. Kenne ich Sie? Nein, nein. Ihr Menschen seht alle gleich aus. Hier ein Drink. Geht aufs Haus. Aber Sie haben getrunken. Sie müssten tot sein. Moment. Sie wollen doch nicht, dass ich... Sofort. Austrinken. Ich... Nein. Das können Sie nicht machen. Ich... Trinken Sie, oder ich schieß Ihnen die Augen einzeln raus. Nice. So, wo ist jetzt die Biatch? Der wir quatschen müssen. Muss ja, muss sein, es ist gar nicht sein, muss. Whoa, Shepard got the moves, bitches! Damn, okay, können wir jetzt aufhören zu tanzen. Wir wasten unsere wertvolle Time. Ich hab ne Partnerin und ein Schild. Aber nur eins. Ich hab, du hast ne Partnerin und ein Schild. Nein, wir gucken jetzt nicht da hoch zu. Oh, da unten ist noch eine Tür. Holy shit. Richtig underground. Was geht hier ab? Hier so mich das gesockt oder was? Chill. Alter, bin ich hier überhaupt noch richtig, ne? Wo ist denn Aria? Alter, ich bin hier super fucking falsch. Zur Seite, Mann. Biatch. So, wir sind hier. Wir gehen jetzt hier, dann gehen wir da durch, dann gehen wir links, dann gehen wir hoch. Das ist der Opa, wo die Chip oder so stehen. Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Momentan ah, will ich nichts. Danke. Natürlich. Scheiß auf dieses Töten hier mich wieder. Ich soll wirft der Spast. Demonstranten haben erneut versucht, die Shepard-Gedächtnisflamme auf Torfahren zu löschen. Was gibt eine Gedächtnisflamme für mich? Fuck. So, du musst jetzt hier sein, Alter, bist du Bitch. Digga, wo ist diese fucking Cunt? Ah, hier. Geht doch, Alter. Das ist nah genug. Digga, ist das dein Ernst? Die kriegen gleich alle eine Watsche von mir. Stehen Sie still! Versuchen Sie's und Sie können Ihre Gedärme scannen. Um das zu sehen, würde ich sogar was zahlen. Aber das ist keine Option. Wenn Sie reden wollen, müssen Sie sich scannen lassen. Machen Sie es kurz. Wozu die Eile? Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauber. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Digga, übertreibt man nicht. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Digga, die übertreibt Omega richtig. Hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Fick nicht, du kriegst erstmal einen Kopfschuss, wenn ich die Gelegenheit kriege. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Die Rüstung fuckt mich ab, sieht so pixelig aus, wir müssen ihn nochmal ändern. Also, was kann ich für sie tun? Ich möchte zu Archangel.
Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde. Die Söldnergruppen hier rekrutieren jeden mit einer Waffe, um Archangel endlich zu erledigen. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung, direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Ich suche nach Morden Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Wie komme ich zu ihm? Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Danke für die Informationen. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Deine Fresse, du Schlampe. Ich mach dich fertig. So, ich muss erstmal zum Söldner. Dann. Da bin ich ein echter Gangster. Ich hab gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Hier ist der Nächste. Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht. Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns, noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender, Basta. Noch Fragen? Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Nein, ich wollte nichts Gutes tun. Nein, ich habe was Gutes, glaube ich, getan. Nein, Abgründe. Nein, vorbildlich! Nein! Dumm! Nein! Okay. Wo müssen wir zum Transportdepot, ne? Gut, dann in der nächsten Folge laufen wir zu diesem gefickten Transportdepot. Und gehen weiter. Suchen Archangel, den alten Sack. Und ja, das machen wir dann nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.